Willkommen zum nächsten Projekt. Es ist diesmal natürlich der dritte Teil der Max Payne-Reihe geworden und damit hätten wir dann die Reihe zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt abgeschlossen. Auch hier, beziehungsweise da habe ich mir das erste Mal das wirklich aus Österreich importiert. Sieht man hier unten am Logo, an dem PEGI-Logo. Da das Deutsche doch leicht geschnitten ist. So, hat sogar Singleplayer und Multiplayer. Multiplayer habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Dafür ist der Singleplayer ganz schön. Und wir können das Ding mal aufklappen. Sind insgesamt 3 DVDs. Die kann ich mal gerade hier rausfriemeln. Die es zum Installieren gebraucht hat. Oder die man hätte benutzt. Ja, nee, doch, stimmt, ich musste es sogar. Ist ja keine Steam-Version. So, da. Seine brave, ne, sind sogar mehr, sind sogar 4. Waren das doch so viele, stimmt. Ja, darunter war es das dann aber, ja. Okay, dachte wirklich, es wären nur 3. Aber gut, das Spiel ist auch relativ groß. Und wie gesagt, dadurch, dass ich halt als Retail habe, nicht bei Steam mit drin. So, hier haben wir dann noch einen Rockstar Pass, wo wir noch was drauf rumbasteln können. Da hinten halt noch ein paar Informationen zum Social Club, der ja benötigt wird für das Spiel. Und mal wieder eine etwas ausführlichere Anleitung. Gut, es war bei den vorherigen Teilen ja auch so. Aber ist ja leider nicht mehr gang und gäbe. So, Voraussetzungen, Steuerung und so weiter und so fort. Das Display noch ein wenig erklärt und ja, der Multiplayer auch noch. Mal gucken, vielleicht findet es da noch ein paar Leute, die ein bisschen mit Multiplayer machen. Genau, wir können auch die Crew, das war auch neu, man kann die halt erstellen und dann für GTA 5 benutzen oder andersrum. Ja, das soll es jetzt aber dann erstmal gewesen sein mit der CD-Vorstellung. Und ja, hoffe, ihr habt Spaß am Projekt. Er startet gleich. Und dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß.